Heute zeigt er das beste Rührei. Los geht's! Für mich ist es einfach das beste Rührei. Ich nehme eine Schüssel, tue ein Ei rein, ganz wenig Salz und Pfeffer, ein bisschen Rahm und dann schlage ich die Eimasse auf. Ich nehme einen Kiesackbläser, fülle die Eimasse rein, dann nehme ich ganz wenig Mineralwasser, gebe einen Gutsch dazu, oben ein Siebli drauf, schließe den Bläser, setze ihn unter Druck und stelle ihn auf die Seite. Zwischenzeit nehme ich einen Herdöpfel, befreie den von der Schale. Die Schale brauche ich natürlich, da sind eine Schüssel drin, ein bisschen Mehl, das ich nachher so rausbraten tue. Ich nehme den Herdöpfel, schneide eine kleine Würfel. Jetzt nehme ich ein bisschen Butter, die Butter in die Pfanne rein, lasse ihn zergehen, tue meine Brathörnöpfchen rein, mit wenig Rosmarin, ein bisschen salzen und das schön anbraten. Die Schale dazu. Und jetzt sprühe ich mein Rührei rein. Schau mal die Massen an, so richtig fluffig und genial wird das Rührei. Jetzt richte ich das Ganze an, oben ein bisschen Käse drüber und jetzt habe ich ein mega feines Rührei.